Ein fast schon normaler Samstagabend auf Hongkong Island. Seit Mai 2019 erschüttern Demonstrationen, oft gewalttätige und anarchische Scharmützel, das Leben der Sonderverwaltungszone Hongkong. Hauptforderung der Demonstranten? Freie Wahlen von Parlament und Regierung. Eine Provokation für die Volksrepublik China. Nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme gesteht China Hongkong noch bis 2047 eine beschränkte Autonomie zu, gemäß einer Vereinbarung, die China mit Hongkongs ehemaliger Kolonialmacht Großbritannien geschlossen hat. Bei der älteren Generation macht sich Nostalgie breit für die britische Kolonialzeit. Und die junge Generation schreckt nicht davor zurück, China mit dem Schwenken der amerikanischen Flagge zu provozieren. Der harte, meist gewaltbereite Kern der Demonstranten besteht vor allem aus sehr jungen Menschen. Typisch ist der 17-jährige Calvin, der eigentlich noch zur Schule gehen sollte. Er ist gerne bereit, vor der Kamera Auskunft zu geben. Aus Angst vor Repressalien will er anonym bleiben. Es gibt einen großen Unterschied zwischen China und Hongkong. Ich mag China nicht. Ich fühle mich der Volksrepublik nicht zugehörig. Ich bin in Hongkong geboren und aufgewachsen. Die Sonderverwaltungszone Hongkong liegt am Perlflussdelta im Süden Chinas. Auf einer Landmasse weniger als halb so groß wie Luxemburg leben 7,5 Millionen Menschen. Fast so viele wie in der Schweiz. Hongkong ist eines der dicht besiedelsten Gebiete der Welt. Und die Stadt mit den meisten Wolkenkratzern. Hongkong, der Welt drittgrößter Finanzplatz, nimmt den ersten Platz ein, wenn es um ökonomische Freiheit geht. Keine Zölle, niedrige Steuern, Kapitalismus pur. Nirgends leben mehr Ultrareiche. Und Hongkong hat eine der höchsten Lebenserwartungen. Das Bruttosozialprodukt ist mit rund 50.000 US-Dollar pro Kopf höher als in Deutschland. Der Besuch der staatlichen Schulen und Universitäten gratis. Doch allgegenwärtige Graffiti zeugen davon, dass in der Stadt etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Free Hong Kong, Revolution und Befreiung von China werden gefordert. Begonnen hatte alles mit friedlichen Demonstrationen gegen ein neues Gesetz, das die Auslieferung von Bürgern Hongkongs an Gerichte in der Volksrepublik China erlaubt hätte. Die Demonstranten fürchteten das Ende der Rechtssicherheit in Hongkong. Bei der Gelegenheit fanden sie, es sei auch Zeit für die Einführung voller demokratischer Rechte. More extradition to China! Anfang Juni 2019 gingen 1 Million Menschen auf die Straße. Eine Woche später forderten fast 2 Millionen volle demokratische Rechte. Nur 1,5 Flugstunden von Hongkong entfernt liegt die gebirgige Insel Taiwan. Taiwan ist die Republic of China, im Gegensatz zur kommunistischen Volksrepublik China. Das moderne Taiwan ist eine mustergültige Demokratie mit einer liberalen Gesellschaftsordnung. Taipeh, die Hauptstadt der Republik China, eine prosperierende Metropole. Obwohl etwas kleiner als die Schweiz, hat Taiwan mit 24 Millionen dreimal so viele Einwohner. Fast alle leben in einem großen urbanen Siedlungsgebiet entlang der westlichen Küste. Taiwan ist China durch und durch. Nur traditioneller, wohlhabender und vor allem liberaler als die riesige Volksrepublik. Obwohl China und Taiwan politisch ein angespanntes Verhältnis haben, sind die wirtschaftlichen und verwandtschaftlichen Beziehungen sehr eng. Und seit 2008 gibt es direkte Flugverbindungen, mittlerweile im Viertelstundentakt. Der 28-jährige Politikwissenschaftler und bekannte Blogger Brian Heo ist ein Fürsprecher der demokratischen Bestrebungen in allen Teilen der chinesischsprachigen Welt. Hongkong und Taiwan haben dasselbe Problem.
Wie lassen sich Ihre demokratischen Errungenschaften vor der Bedrohung durch China retten? Hongkong ist diesem Druck viel direkter ausgesetzt. Während Taiwan durch das Meer geschützt ist, trennt nur ein Fluss Hongkong von China. Und Taiwan ist faktisch unabhängig, während Hongkong von einer chinesischen Stellvertreterregierung administriert wird. Historisch nie ein Teil der Volksrepublik China konnte sich auf Taiwan eine eigenständige chinesische Identität ausbilden. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist ähnlich hoch wie in Hongkong und dreimal so hoch wie in der Volksrepublik. Die Taiwanesen empfinden sich als kultivierter, individualistischer und freier als die Festlandchinesen, für die man sich, wegen ihres oft lauten und ungehobelten Benehmens, manchmal gar etwas fremd schämt. Die jungen Taiwanesen identifizieren sich mit Taiwan, nicht mit China. Dasselbe ist in Hongkong geschehen, nicht zuletzt wegen der Immigration von China nach Hongkong. Seit dem Abzug der Briten ist der Unterschied zwischen Hongkong und der Volksrepublik China viel offensichtlicher geworden. Brians auch international viel beachteter Blog New Bloom ist der einzige englischsprachige Politblog Taiwans. Es sind vor allem junge Menschen, die sich in Taiwan oder Hongkong aktiv politisch engagieren. Und natürlich kommentiert Brian die Demonstrationen in Hongkong regelmäßig. Ganz andere Mittel als der junge Blogger hat die traditionsreiche englischsprachige South China Morning Post. Sie gilt als weitgehend unabhängige Stimme Hongkongs und wird auf der ganzen Welt von China-Beobachtern gelesen. Ihr ehemaliger Chefredaktor, der englische Journalist Cliff Buddle, arbeitet schon seit 1994 bei der South China Morning Post und ist auf Rechts- und Verfassungsfragen spezialisiert. Wir haben Rechtssicherheit, eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Im Wesentlichen entspricht es dem Common Law-Rechtssystem, das wir von Großbritannien geerbt haben. It's a common law system inherited from the UK. Vieles ist immer noch so wie vor 1997. Die Menschen haben Meinungsäußerungsfreiheit, können demonstrieren und Klagen einreichen. Obwohl Hongkong formal ein Teil der Volksrepublik China ist, gelten andere Gesetze und bürgerliche Freiheiten als in China. Diese sind im Basic Law, eine Art Verfassung, festgeschrieben und vergleichbar mit denjenigen liberaler Demokratien. Es stimmt, in Hongkong können Sie sagen, was Sie wollen. Und wir haben eine robuste Presse. In der South China Morning Post werden Sie ganz verschiedene Meinungen vertreten finden. Was fehlt, ist das, was manche als wirklich freie Wahlen bezeichnen würden, speziell wenn es um die Wahl des Regierungschefs geht. Die Regierungschefin Hongkongs wird bezeichnenderweise Chief Executive genannt, als wäre Hongkong eine Firma. Die Menschen sind enttäuscht und wütend. Als Chief Executive werde ich mein Bestes tun, um die Gesellschaft aus dieser schwierigen Situation herauszuführen. Dabei werden wir aber immer dem One Country, Two Systems Prinzip treu bleiben. In Videobotschaften wie dieser versucht sie, die Situation zu beruhigen. Während sie den Hongkongern Änderungen vor allem in der Sozialpolitik verspricht, betont sie, dass Hongkong immer ein integraler Teil Chinas sein werde. Niemand macht ein Geheimnis daraus, dass die Regierungschefin sich regelmäßig mit Peking absprechen muss. Deswegen wird Carrie Lam von manchen nur als Marionette des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesehen. Ein Blick ins Hinterland von Hongkong macht die Größen- und Machtverhältnisse sofort klar. Nebst Shenzhen, direkt an Hongkong angrenzend, leben im Perlflussdelta über 110 Millionen Menschen. Es ist die bevölkerungsreichste Urbanregion der Welt und vielleicht auch die dynamischste. Im ultramodernen Shenzhen etwa werden 80% aller Smartphones weltweit hergestellt. Hier ist mit Tencent Chinas wichtigster Internetkonzern zu Hause. Und Shenzhens wirtschaftliche Entwicklung ist viel dynamischer als diejenige Hongkongs. Die Lektion für Hongkong ist klar. China braucht Hongkong nicht dringend. Und wenn die Stadt zu viele Probleme macht, wird sie schlicht ihre bisherige Bedeutung verlieren. Und der Freiheitsdrang von Hongkongs Bürgern macht Probleme.
Obwohl Hongkongs Regierung das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Druck der Straße schließlich definitiv, wenn auch widerwillig, zurückzog, eskaliert die Situation seither wellenweise. Und die Emotionen sind außer Kontrolle geraten. Junge Hongkong-Chinesen bezeichnen die Volksrepublik China als Chai-Nazi. Der Hass ist greifbar. Immer wieder kommt es zu Unruhen. Geschäfte werden angezündet und Einkaufszentren zerstört. Manchmal scheint die Gewalt fast in eine Art Happening auszuarten. Die sogenannten Frontliners, die jungen Radikalen, scheinen sich in einer Art adoleszentem Rausch gegenseitig aufzustacheln und übertrumpfen zu wollen. Anfang Juni gingen Millionen Menschen auf die Straße. Die Bevölkerung ist nicht einverstanden mit der Politik der Regierung, doch die Regierung hörte nicht auf sie. Das heißt, die Regierung macht einfach, was sie will. Deshalb haben die Proteste jetzt so gewalttätige Züge angenommen. Weil die Regierung nicht hören will, bedienen wir uns jetzt anderer Methoden. Wenn die Regierung wirklich demokratisch wäre und auf die Bürger hören würde, wäre es nie dazu gekommen. An manchen Schulen herrscht Ausnahmezustand. Ein Teil der älteren Schüler geht nicht mehr zur Schule. Manche wurden verhaftet, andere haben ihre Schulkarriere selbst abgebrochen. Eine ganze Generation versinkt in vermeintlicher Hoffnungslosigkeit und einem No-Future-Gefühl. Manche, vor allem jüngere Lehrer, haben sich mit den Schülern solidarisiert und nehmen gar selbst an den Demonstrationen teil. Als Oberstufenlehrer unterrichte ich 15- bis 18-Jährige. Die Proteste werden vor allem von ganz Jungen getragen. Und in den letzten Monaten haben sich immer mehr Teenager in der Bewegung engagiert. Unter Tränen malt der Lehrer die Freiheitshymne der Hongkonger Demonstranten an die Wandtafel. Darin wird die Glorie Hongkongs beschworen. Eine beinahe tragische Lust am heroischen Untergang ist spürbar. Weder ich noch meine Schüler noch irgendeiner meiner Freunde glauben, dass wir die Auseinandersetzung mit China gewinnen können. Aber wir sollten trotzdem kämpfen. Unabhängig vom Ausgang unseres Kampfes um Demokratie. Unabhängig davon, wie viel Leben wir verlieren. Wir werden weitermachen. Wer Geschäfte mit China machen will, sollte die chinesische Regierung nicht offen kritisieren. Und Geschäfte machen wollen sie alle. Weltweit aktive Firmen können es sich gar nicht mehr leisten, auf Chinas riesigen Absatzmarkt zu verzichten. Da müssen politische Forderungen nach Demokratie und Menschenrechten im Zweifelsfall hinten anstehen. Stephen Barnes ist Anwalt und Unternehmer. Er hat fast sein ganzes Berufsleben in Hongkong verbracht und kennt die Stadt auch noch aus der britischen Kolonialzeit. Die Proteste werden getragen von jugendlicher Naivität und einem Bedürfnis, sich auszudrücken und sich gemeinsam für eine gute Sache einzusetzen. Aber die Mittel sind falsch. Wenn Sie gut darüber nachdenken, wie sich Wandel erreichen lässt, dann müssen Sie zum Schluss kommen, dass Gewaltanwendung auf der Straße kein taugliches Mittel ist. Wer hat denn wirklich die Macht hier? Am Schluss werden Sie es mit der volkschinesischen Armee zu tun bekommen. Die jungen Demonstranten sollten doch verstehen, dass sie mit Gewalt nicht erfolgreich sein können, weil die Gegenseite viel mehr Macht hat. Und so wird man dann vom Täter rasch zum Opfer. Inzwischen ist die Anwendung von Gewalt gegen Sachen, aber auch gegen Menschen, fast zur Normalität geworden. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Es ist eine Spirale. Und sie hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Es ist sehr traurig zu beobachten, dass sich unter den jungen Demonstranten diese große Hoffnungslosigkeit breitgemacht hat. Sie verwenden einen Ausdruck: Wir brennen gemeinsam.
Manche Beobachter meinen, dass die tieferen Gründe für die Rebellion der jungen Generation in den als wirtschaftlich schwierig empfundenen Verhältnissen liegen. Während die Immobilienpreise in Hongkong mit die teuersten der Welt sind, stagnieren die Löhne seit längerem. Und während sich die Generation ihrer Eltern mit der Aussicht auf soziale Aufstiegsmöglichkeiten zufrieden gegeben hat, fühlen sich die Jungen gefangen in der harten wirtschaftlichen Realität der Stadt. Lange Arbeitswege oder extrem beengte Wohnverhältnisse. Ehrgeizige junge Hongkonger emigrieren teilweise gar in die Volksrepublik China, wo gut Ausgebildete mittlerweile mehr Verdienstmöglichkeiten und Gelegenheiten zum sozialen Aufstieg haben als im wirtschaftlich saturierten Hongkong. Wir sollten bei allem nie vergessen, dass China einen langen Zeithorizont hat. Es braucht gar nichts zu tun. Die Zentralregierung kann einfach alles weiterlaufen lassen bis 2047. Und dann wird Hongkong einfach wieder zu einer normalen chinesischen Stadt. Aber Peking appelliert an die Hongkonger, von ihrer Autonomie zu profitieren. Für mich ist das nicht Repression. Vergessen Sie auch nicht, wenn keine starke Zentralmacht China zusammenhält, fällt das Land auseinander. Tatsächlich schaut China auf eine lange Geschichte von Bürgerkriegen zwischen verfeindeten Feudalreichen zurück. Chinas Uneinigkeit machte es den Engländern und später den Japanern leicht, Teile des Landes zu besetzen. Erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Japaner aus Mandschurien vertrieben. In der Folge kam es zum großen Endkampf im 22-jährigen Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten unter Chiang Kai-shek und den Kommunisten unter Mao Zedong. 1949 gewann schließlich Mao mit seinen Truppen die Oberhand. In der Folge zog sich Chiang Kai-shek mit rund 2 Millionen Soldaten seiner Kuomintang-Armee nach Taiwan zurück. Mit ihnen flohen Millionen von Zivilisten. Bis 1971 galt die Inselrepublik den meisten Staaten und der UNO als einzig legitimer Vertreter Chinas. Heute ist Taiwan ein Land, das offiziell nur beschränkt anerkannt wird. Auf Druck der Volksrepublik haben fast alle Staaten ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Wirtschaftlich hat sich das Land trotzdem gut geschlagen. Und politisch ist es gar zu einem Musterschüler geworden, der einzigen Demokratie in der chinesischsprachigen Welt. Seit 1992 finden in Taiwan regelmäßig Wahlen statt. Nach amerikanischem Muster werden sowohl Präsidentin wie auch Parlament gewählt. Und ebenso regelmäßig wechselt seither die Macht zwischen den zwei großen Parteiblöcken. Demokratie ist nur gerade 30 Jahre jung in Taiwan. Aber der Kampf um Demokratie ist natürlich älter. Jahrzehnte haben Menschen für ein Mehrparteiensystem gekämpft. Das sind hart errungene Freiheiten. Und deshalb sind viele hier sehr empfindlich, wenn es um die Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit oder Ähnliches geht. Denn sie wissen, wie schwer sie sich diese erkämpfen mussten. Um Brian Hio hat sich eine kleine Gruppe eingeschworener und selbsternannter idealistischer Vorkämpfer für Demokratie und Menschenrechte gebildet. Sie treffen sich regelmäßig, um etwa zu diskutieren, wie ein modernes China ihrer Vorstellung nach idealerweise auszusehen hätte. Wir wissen ja, wie ungewiss Geschichte ist. Und das bestimmt Chinas Politik. Diese Angst, dass Separatismus in Taiwan den in Hongkong anheizt und dies wiederum Tibet oder Xinjiang beeinflusst. Und all das dazu führt, dass China auseinanderfällt. Ich glaube nicht daran, aber Chinas Regierung fürchtet das. Vor den regelmäßigen Wahlen buhlen die Parteien um die Wählerschaft. Ohne Unterhaltungsangebot geht dabei gar nichts. Brian Hio beobachtet die Aktivitäten der Parteien jeweils aufmerksam. Veranstaltungen politischer Natur, wie hier für die regierende Demokratische Fortschrittspartei, die auch die letzten Wahlen im Januar 2020 gewonnen hat, verkleiden sich oft als Konzerte. Heute mit taiwanesischem Rap. Schließlich tritt Tsai Ing-wen, die Präsidentin Taiwans, auf die Bühne, um einer lokalen Politikerin ihre Unterstützung zuzusichern.
Heute machen wir eine ungewöhnliche Veranstaltung. Wir spielen taiwanesische Rapmusik. Und die Veranstalter haben mich gefragt, ob ich auch singen würde. Die Präsidentin tritt betont humorvoll und bescheiden auf. Doch wenn es um Taiwans Souveränität geht, versteht sie keinen Spaß. Und Politik bleibt in Taiwan ein ernstes Geschäft. Vielleicht noch mehr als anderswo. Diplomatisch isoliert überlebt die Insel dank ihrer Wirtschaftskraft, ihrer Handelsbeziehungen und der strategischen Unterstützung durch die Vereinigten Staaten. Das Endziel der Volksrepublik China und der Kommunistischen Partei Chinas ist es, die Souveränität Taiwans und unser demokratisches System zu zerstören. Über 80% unserer Bevölkerung ist der Meinung, wir sollten uns diesem Druck nicht beugen. Und 90% finden, die Zukunft unserer Beziehungen zu China sollte von uns, den 23 Millionen Taiwanesen, entschieden werden und von niemand anderem. Weil China die Anwendung militärischer Gewalt gegen Taiwan nicht ausdrücklich ausschließt, legt man großen Wert auf gut ausgerüstete und wehrhafte Streitkräfte. Die USA verkaufen Taiwan regelmäßig neue Waffensysteme, trotz ebenso regelmäßiger Proteste aus der Volksrepublik. Wir sind entschlossen, unsere Souveränität und unsere Demokratie notfalls auch militärisch zu verteidigen. Taiwan wird sich nie ergeben. Unsere Souveränität und unsere Demokratie sind nicht verhandelbar. Die Politik Chinas gegenüber Taiwan ist so negativ und rigid. China besteht darauf, dass sich Taiwan dem One-China-Prinzip unterwirft, gemäß dem es nur ein einziges China geben darf. Das ist ihre Vorbedingung, bevor sie auch nur mit uns zu reden bereit sind. Wenn wir das aber akzeptieren, dann akzeptieren wir auch die Wiedervereinigung mit China. Das ist völlig inakzeptabel für Taiwans Regierung und Bevölkerung, schon wegen unserer demokratischen Prinzipien. Flexibler sieht das die oppositionelle Kuomintang-Partei. Zhou Siwei ist einer der führenden Politiker der Kuomintang, der anderen großen Partei Taiwans, die auf Chiang Kai-sheks Nationalisten zurückgeht. Der vielseitige Politiker war Bürgermeister Taipehs und ist auch ein erfolgreicher Kunstmaler. Die Kuomintang und die Kommunisten sind historisch Feinde. Wir haben uns so lange bekämpft, gehasst und gegenseitig umgebracht, bis wir gemerkt haben, dass wir besser eine friedliche Beziehung haben sollten, statt uns zu töten. Stattdessen könnten wir noch vermehrt zusammenarbeiten, um unseren Wohlstand zu mehren. Das ist die Wende, die die Beziehung zwischen den Kuomintang und Chinas kommunistischer Partei genommen hat. Go, go, Tiger Ranger! Doch trotz aller Gesangskünste und trotz der Aussicht auf noch bessere Geschäfte mit China bleibt eine Annäherung oder gar Wiedervereinigung mit dem Festland in Taiwan sehr unpopulär. Das Wichtigste ist, wir sollten uns nicht als Feinde sehen, sondern als Brüder, die sich gegenseitig helfen. Wenn wir das tun, können wir helfen, ein sozialeres oder demokratischeres System auf dem Festland zu etablieren. Taiwan als Demokratiehelfer Chinas? Eine ehrgeizige Hoffnung der Partei der ehemaligen Bürgerkriegsgegner von Chinas regierender kommunistischer Partei. Und doch erinnert auch der Oppositionspolitiker daran, dass die Geschichte immer auch eine Geschichte der unaufhaltsamen Veränderungen sei. Wenn sie von den Menschen nicht unterstützt werden, dann werden sie eines Tages überstimmt werden. So geht es in der Geschichte immer.
Glauben Sie nicht auch, dass Chinas regierende kommunistische Partei versucht, mehr Rückhalt bei den eigenen Leuten zu erhalten? Ich glaube, das tun sie gerade. China wird stärker und reicher. Das heißt aber nicht, dass die Regierungspartei automatisch mehr Unterstützung erhält. Denn wenn die Leute reicher werden, verlangen sie mehr. In erster Linie Freiheit. Ein freies System und Demokratie. Eine freie Wirtschaft und Menschenrechte. Weil es in Taiwan nie zu einer gesellschaftlichen Umwälzung kam wie im China der Kulturrevolution, hat sich das buddhistisch-taoistische und konfuzianische Erbe der chinesischen Kultur mit all seinen Gebräuchen auf der Insel besser erhalten als auf dem atheistischen Festland. Religionsfreiheit gehört zu den selbstverständlichen Freiheiten auf Taiwan und es gibt außerordentlich viele verschiedene Glaubensgemeinschaften. Etwa 4% der Taiwanesen sind Christen. Pfarrer Silas Wong steht dieser Kirchgemeinde vor, die sich an Mitglieder einer ganz speziellen Gemeinschaft wendet. Taiwan ist nämlich bis heute das einzige Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Das zeigt das im Vergleich zu seinen Nachbarländern ungewöhnlich liberale gesellschaftliche Klima, das Taiwan auszeichnet. In gewisser Weise kann Taiwan ein Modell sein für Demokratie oder auch die Rechte sexueller Minderheiten. In den letzten 20 Jahren ist es in Taiwan gelungen, die meisten Diskriminierungen abzubauen. Schwulen- und Lesbenorganisationen haben in Taiwan intensiv für Gleichberechtigung und Menschenrechte gekämpft. Predigten, Menschenrechte einzuhalten, sind für Regierende oft unbequem. Gerade in China wird dem Kritiker oft erwidert, bei den angemahnten Menschenrechten handle es sich um westlich geprägte Ideen, die traditionellen chinesischen oder asiatischen Werten widersprechen. Ich glaube schon, dass es universelle Werte gibt. Die Menschen wollen die Kontrolle über ihre eigene Lebensführung. Wenn eine autoritäre Staatsführung das nicht zulassen will, leisten die Menschen Widerstand. Die chinesische Regierung behauptet immer wieder, Demokratie sei nicht kompatibel mit chinesischen Werten oder der chinesischen Zivilisation. Aber ich glaube, das ist einfach der Versuch, ein autoritäres Regierungssystem mit kulturellen Argumenten zu rechtfertigen. Auch das Argument, die Geschichte habe gezeigt, dass China auseinanderfalle ohne autoritäre Führung, will Brian Hio nicht gelten lassen. Die Geschichte Chinas unterscheide sich nicht grundsätzlich von derjenigen westlicher Länder. Auch anderswo habe es Feudalreiche und Bürgerkriege zuhauf gegeben. Auch im Westen und anderswo schaut man auf eine lange Geschichte von Feudalismus zurück. China versucht zu argumentieren, dass es als großes Land mit einer alten Geschichte und vielen ethnischen Gruppen diesen homogenen Führungsstil von oben herab brauche. Aber ich kaufe ihnen das nicht ab. Es gäbe durchaus die Möglichkeit einer ganzheitlicheren, vielfältigeren und demokratischeren Regierungsform. Aber Chinas Regierung scheut das Risiko. Es ist eine privilegierte Elite, die an der Macht festhält und diese nicht abgeben oder mit dem Volk teilen will. Das Mausoleum für Chiang Kai-shek in Taipei. Wachablösung am Grab des Führers der chinesischen Nationalisten. Als Übermensch verehrt, hatte Chiang Kai-shek Taiwan einst bis zu seinem Tod 1975 autoritär regiert. Hier wird deutlich, wie auch scheinbar Unumstößliches dem Wandel der Zeit unterworfen ist. Der Personenkult um den einstigen absolutistischen Herrscher passt schlicht nicht mehr in die neue Zeit. Und sein Mausoleum soll deshalb in Halle der taiwanesischen Demokratie umbenannt werden. Für Taiwan, aber auch für die Volksrepublik China gilt: Die einzige Konstante ist der Wandel.